Die Wahrheit ist, dass unser menschlicher Geist Schwierigkeiten hat, die Weite der Ewigkeit zu erfassen. Gefangen in einer Welt, die von der Zeit regiert wird, fällt es uns schwer, etwas darüber hinaus zu verstehen. Aber die Realität ist, dass die Ewigkeit näher ist, als wir uns vorstellen. Es genügt ein kurzer Moment, ein einziger Atemzug, um die Schwelle zu überschreiten und der Unermesslichkeit des Ewigen gegenüberzutreten. Als sterbliche Wesen sollten wir uns nicht nur auf die Ewigkeit vorbereiten, sondern vielmehr versuchen, sie aufrichtig zu verstehen und uns darauf vorzubereiten. Auch wenn der Ruhestand ein greifbares Ziel sein mag, ist er keine Garantie für uns alle. Die Ewigkeit ist jedoch eine absolute Gewissheit, die uns erwartet. Sind wir wirklich bereit, uns der Ewigkeit zu stellen? Sind wir bereit, uns vor unserem Schöpfer zu präsentieren? Matthäus 7, 21, 23 bietet uns eine tiefe und feierliche Reflexion über diese entscheidende Frage. Da wir ständig Predigten hören, die sich mit diesen Versen befassen, haben wir möglicherweise unbeabsichtigt das Gewicht und die Wichtigkeit der von unserem Herrn beschriebenen Ereignisse herabgesetzt. Die Vertrautheit mit diesem Thema könnte unsere Wahrnehmung dieser Verse im Laufe der Zeit abgestumpft haben. Der Zweck meiner heutigen Predigt besteht daher darin, den Respekt und die Bewunderung wiederzuerwecken, die diese drei Verse aus Matthäus 7, 21, 23 verdienen. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir das Verständnis für die Schwere und Bedeutung der in diesen Passagen vermittelten Lehren wiederherstellen. Matthäus 7, 21, 23 sind Verse von äußerster Ernsthaftigkeit. Sie erinnern uns daran, dass nicht jeder, der Herr, Herr verkündet, in das Himmelreich eingehen wird, sondern diejenigen, die den Willen des himmlischen Vaters tun. Viele werden am letzten Tag sagen können, dass sie im Namen Jesu prophezeit haben, Dämonen ausgetrieben und wunderbare Werke vollbracht haben, aber sie werden überrascht sein, von Christus selbst zu hören: Ich habe dich nie gekannt, weiche von mir, ihr, die ihr Unrecht tut. Es ist wichtig zu verstehen, dass es nicht ausreicht, Jesus nur als Herrn und Herrscher unseres Lebens zu verkünden. Der Zugang zum Himmelreich erfordert mehr als nur Worte. Es ist ein aktives und echtes Engagement für Gottes Willen erforderlich. Deshalb ist es wichtig, dass wir über die Aufrichtigkeit unseres Glaubens nachdenken und uns auf den bevorstehenden Tag vorbereiten, an dem wir mit der ewigen Wahrheit konfrontiert werden. Nur wer Gottes Willen aktiv tut, wird Zugang zum himmlischen Königreich haben. Dies ist der von Jesus aufgezeigte Weg, und die Art und Weise, wie wir unser Leben leben, ist ein wahres Zeugnis unserer Loyalität und Authentizität als Nachfolger von ihm. Bloße Reden scheinen im Vergleich zu wahrem Gehorsam leer zu sein. Worte können die Praxis nicht ersetzen, auch nicht für religiöse Menschen. Die wahre Prüfung unseres Glaubens liegt in unserem Gehorsam gegenüber dem göttlichen Willen. Bloße Herr-Herr-Bekundungen haben wenig Wert ohne ein Leben, das effektiv den Willen des Vaters sucht. Seien wir ehrlich zueinander und erkennen wir, wie leicht es ist, religiöses Vokabular zu übernehmen, Klischees zu rezitieren und sogar die Bibel auswendig zu lernen, ohne dabei zu scheitern, Gott ständig zu gehorchen. Sogar Satan zitiert die Heilige Schrift, sogar Dämonen glauben und zittern vor Gott. Jakobus 2,19 erinnert uns daran: Ihr glaubt, dass es einen Gott gibt, ihr handelt gut, auch die Dämonen glauben und zittern. Wahre geistliche Transformation findet statt, wenn wir den Heiligen Geist in unser Leben empfangen, wie in Römer 8,9 bewiesen: Ihr seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn tatsächlich der Geist Gottes in euch wohnt. Wenn es aber jemand nicht tut, wer den Geist Christi hat, der gehört nicht ihm. Der Heilige Geist ermöglicht es den Gläubigen, den Willen des Vaters durch die Gegenwart der Liebe Gottes in ihren Herzen zu erkennen und zu erfüllen. Sie werden dazu getrieben, ihm zu gehorchen und anderen zu dienen. Viele werden an diesem Tag die Worte »Herr, Herr« aussprechen. Wenn ich diese Passage lese, frage ich mich immer, wie viele sind diese »vielen«? Wie viele werden solche Worte aussprechen?
Während ich diese Botschaft überbringe, gibt es Menschen, die fest davon überzeugt sind, dass sie Nachfolger Christi sind, obwohl Jesus sie in Wirklichkeit nicht kennt. Gehören sie zu den vielen, die sich mit ihren Lippen zu Christus bekennen, aber nicht für ihn leben? Bekennen sie sich zu Christus, aber ihr Leben ist die Hölle? Diese Menschen sind wirklich überrascht, wenn Jesus sie nicht kennt, weil sie eine Lüge leben. Sie sind so sehr in diese Lüge vertieft, dass sie vollständig glauben. Sie betrügen sich selbst, und es gibt viele, die jetzt auf der Erde wandeln und denken, sie seien Christen und fest davon überzeugt, dass sie gerettet sind, dass sie Kinder Gottes sind. Doch sie irren sich. Sie reisen durch diese Welt, ohne zu merken, dass sie nur einen Schritt von der Hölle entfernt sind. In diesen Versen warnt Jesus vor Selbsttäuschung und falscher Sicherheit, die ausschließlich auf Worten des Glaubens beruhen. Er betont die Bedeutung eines verwandelten Herzens und eines Lebens, das die aufrichtige Verpflichtung widerspiegelt, Gottes Willen zu befolgen. Wahre Jüngerschaft geht über bloße religiöse Praxis hinaus. Dazu gehört eine persönliche Beziehung zu Gott und die Bereitschaft, sich seiner Autorität zu unterwerfen, auf seine Wünsche zu verzichten und sich seinen Zielen anzuschließen. In dieser bewegenden Passage wendet sich Jesus nicht an diejenigen, die ihn offen ablehnen, sondern an diejenigen, die sich für Gläubige halten. Sie gehen in die Kirche, nehmen vielleicht sogar an alltäglichen religiösen Aktivitäten teil, aber ihr Leben offenbart eine grundlegende Trennung vom Wesen des wahren Glaubens. Es ist eine ernüchternde Erinnerung daran, dass die Ausübung religiöser Praktiken, selbst der scheinbar sinnvollsten wie Prophezeien, Dämonen austreiben oder Wundertaten im Namen Gottes, keine Garantie für eine echte Beziehung zu Christus ist. Der entscheidende Punkt liegt im Zustand des Herzens und den von ihm ausgehenden Handlungen. Es ist leicht, in die Falle zu tappen, spirituellen Erfolg mit religiösem Erfolg in Verbindung zu bringen, der anhand von Aktivitäten sichtbar und quantifizierbar ist. Jesus betont jedoch, dass dies nicht die endgültigen Indikatoren für einen wahren Gläubigen sind. Die Gefahr der Selbsttäuschung ist real. Viele, die aufgrund ihrer religiösen Werke auf ihre Erlösung vertrauen, sehen sich möglicherweise mit der bedrückenden Realität konfrontiert, von Christus abgelehnt zu werden. Nicht, weil sie nicht genug getan hätten, sondern weil ihre Herzen nie wirklich mit Gottes Willen übereinstimmten. Dies führt uns zu einer kritischen Überlegung. Was bedeutet es, Christus wirklich zu kennen und von ihm erkannt zu werden? Dies geht über das bloße mündliche Bekenntnis oder die äußerliche Einhaltung religiöser Praktiken hinaus. Es geht um ein durch die Gnade verwandeltes Herz, ein Leben, das sich freiwillig der Herrschaft Christi hingibt und eine tägliche Reise im Gehorsam gegenüber seinen Geboten. Dazu gehört eine enge Beziehung zu Gott, die durch Gebet, Meditation über sein Wort und die Führung des Heiligen Geistes gefördert wird. In der Bibel finden wir Anweisungen zum Leben als Single, zum Verhalten in der Ehe, zum Umgang mit Geld, zur Elternschaft und vielem mehr. Ein Kind Gottes ist dazu berufen, sich auf eine bestimmte Weise zu verhalten. Und obwohl wir wissen, dass sogar große Männer Gottes wie David, Abraham und Moses gesündigt haben, liegt der Unterschied in ihrer aufrichtigen Reue vor Gott. Selbst wenn wir sündigen, wird von uns erwartet, dass wir uns auf eine bestimmte Weise verhalten, unsere Sünden bereuen und um Gottes Vergebung bitten. Dies ist einer der Hauptunterschiede zwischen Geretteten und Ungeretteten. Wenn die Unerlösten sündigen, setzen sie im Allgemeinen ihr Leben fort, ohne wirklich nach Reue zu streben. Andererseits erkennen die Geretteten ihre Sünden und bitten um Vergebung, wie es David in Psalm 51 tat. Matthäus 10, 32, 33 erinnert uns daran, dass diejenigen, die sich vor den Menschen zu Jesus bekennen, von ihm vor dem Vater bekannt werden, diejenigen aber, die ihn verleugnen, wird ebenfalls abgelehnt. Denken Sie daran, dass Christus für uns in diesem Leben ist und über den Tag des Gerichts nachdenken wird. Wenn er für uns wertvoll und lieb ist, dann werden wir auch für ihn wertvoll und lieb sein. Dies ist eine kraftvolle Wahrheit, die wir uns alle zu Herzen nehmen müssen.
Es erinnert uns an die Bedeutung unserer Beziehung zu ihm und unserer Reaktion auf ihn, während wir auf dieser Erde sind. Was bedeutet Christus heute für Sie? Ist er nur eine ferne Figur, an die man sich nur zu besonderen Anlässen oder in Zeiten der Not erinnert? Oder ist er der Mittelpunkt Ihres Lebens, die Quelle Ihrer Hoffnung und Freude? Ist er nur jemand, an den man sich in schwierigen Zeiten wenden kann? Oder ist er Ihr erster und letzter Ausweg? Wenn Ihnen Christus jetzt am Herzen liegt, können Sie sicher sein, dass Sie ihm am Tag des Gerichts auch am Herzen liegen werden. Die Liebe, die Sie Christus entgegenbringen, wird nicht unbemerkt bleiben und er wird Sie für Ihre treue Hingabe belohnen. Wenn Christus jedoch kein zentraler Teil Ihres Lebens ist, wenn er nur eine zufällige Bekanntschaft oder ein flüchtiger Gedanke ist, dann sollten Sie sich Sorgen machen. Es ist wichtig zu verstehen, dass unsere Reaktion auf Christus in diesem Leben unsere Beziehung zu ihm in der Ewigkeit bestimmen wird. Wenn wir ihn jetzt von ganzem Herzen lieben und ihm dienen, werden wir mit einer engen, intimen Beziehung zu ihm im Himmel belohnt. Wenn wir ihn hingegen in diesem Leben ignorieren oder ablehnen, werden wir für immer von ihm getrennt sein. Wir werden nicht die Freude und den Frieden erleben, die sich daraus ergeben, ihn zu kennen, und wir werden das ewige Leben verpassen, das er uns bietet. Wissen Sie, wo die Hölle ist? Du stehst am Ende eines Lebens, das Christus ablehnt. Er ist der einzige Weg zum Vater. Du musst dich mit ihm auseinandersetzen. Sie können ihn nicht meiden, umgehen oder verleugnen und trotzdem ewiges Leben erhalten. Matthäus 10, 33 erklärt, dass jeder, der Christus vor den Menschen verleugnet, ihn auch vor dem Vater im Himmel verleugnen wird. Diese Leugnung bedeutet jedoch nicht automatisch die Verurteilung zur Hölle. Ein klares Beispiel dafür ist Petrus, der den Herrn dreimal verleugnete, ihm aber vergeben und wiederhergestellt wurde. Dies zeigt, dass Gott vergeben und wiederherstellen kann, wenn jemand Christus leugnet. Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass die Verleugnung Christi über eine einfache verbale Verleugnung hinausgeht. Ein Mensch kann sich mit seinen Lippen zu Christus bekennen, ihn aber mit seinem Leben verleugnen. Die Bibel ist klar. Wir können nicht sagen, dass wir Christus lieben und ihm dann ungehorsam sind. Dies wird in Johannes 14, 15 deutlich, wo Jesus sagt, »Wenn du mich liebst, halte meine Gebote.« Diese einfache, aber tiefgründige Aussage erinnert uns daran, dass es bei unserer Liebe zu Gott nicht nur um Gefühle oder Emotionen geht, sondern dass sie sich in unseren Handlungen manifestiert. Jesus sagte nicht, wenn du mich liebst, fühl dich frei, sondern er sagte, dass du seinen Geboten gehorchen sollst. Deshalb können wir unsere Liebe zu Gott beweisen, indem wir seine Gebote halten, die er uns in seinem Wort gegeben hat. Das ist unsere Verantwortung als Christen, die ihn wirklich lieben. Ich weiß, dass einige von Ihnen vielleicht denken, aber Gottes Gebote zu halten ist nicht immer einfach. Wir alle machen Fehler und bleiben manchmal hinter Gottes Maßstäben zurück. Und du hast recht, wir sind alle unvollkommen und wir alle versagen vor der Herrlichkeit Gottes. Das bedeutet jedoch nicht, dass wir den Versuch aufgeben sollten, seine Gebote zu halten. Im Gegenteil, wir müssen dafür Gottes Hilfe und Führung suchen. Wir müssen beten, dass der Heilige Geist uns befähigt, ein Leben zu führen, das ihm gefällt. Darüber hinaus sollten wir uns mit anderen Gläubigen umgeben, die uns auf unserem Weg mit Christus unterstützen und ermutigen können. Es ist wichtig, die Erfüllung der Gebote Gottes nicht als Belastung oder Aufgabe zu betrachten, sondern vielmehr als Gelegenheit, unsere Liebe zu ihm zu zeigen und ihm näher zu kommen. Die Realität ist, dass das Halten der Gebote Gottes uns von den Problemen der Sünde fernhält. Nichts zerstört ein Leben so sehr wie die Sünde. Friedhöfe sind voll von Menschen, die aufgrund der durch die Sünde verursachten Probleme in diese Falle geraten sind. Die Gefängnisse sind voller Menschen, weil sie Probleme mit der Sünde hatten. Darüber hinaus müssen wir bedenken, dass es beim Halten der Gebote Gottes nicht nur darum geht, Regeln zu befolgen oder eine Liste von Dingen abzuhaken, die wir tun oder nicht tun sollten. Es geht darum, ein Leben zu führen, das den Charakter Gottes und die Liebe Christi widerspiegelt.
Wir müssen die Menschen um uns herum lieben und den weniger Glücklichen helfen, indem wir ein Leben in Ehre und Integrität führen. Wenn wir seine Gebote halten, zeigen wir der Welt, dass wir seine Jünger sind und bezeugen seine Wahrheit und Erlösung. Unser Leben ist ein lebendiges Zeugnis. Stellen wir uns einen herrlichen Moment vor, nach dem wir uns alle sehnen. Den Tag, an dem wir in den Himmel kommen und Jesus zu uns sagen hören, gut gemacht, guter und treuer Diener. Manchmal liege ich nachts im Bett und stelle mir diesen wundervollen Tag vor. Es ist die Zeit, in der wir unserem Herrn und Erlöser endlich von Angesicht zu Angesicht begegnen und unsere Belohnung für unsere Treue ihm gegenüber erhalten. Können Sie sich die Freude und Aufregung vorstellen, die unsere Herzen erfüllen werden, wenn wir vor Jesus stehen? Schließlich werden wir den sehen, der uns geliebt und sein Leben für uns gegeben hat. Wir werden in der Gegenwart dessen sein, der uns von unseren Sünden gerettet und uns ewiges Leben geschenkt hat. Und dann werden wir hören, wie Jesus zu uns sagt, gut gemacht, guter und treuer Diener. Diese Worte werden die wertvollsten und bedeutungsvollsten sein, die wir je gehört haben. Mit dem Ziel vor Augen, die Worte unseres Herrn zu hören, denke ich jeden Tag manchmal darüber nach, welche Botschaft der Apostel Paulus überbringen würde, wenn er heute eine einzige Predigt halten würde. Ich persönlich würde gerne hören, wie er über 1. Thessalonicher 4, 16-17 predigt, denn der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen mit lautem Jubel, mit der Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes, und die Toten werden hineinkommen. Christus wird zuerst auferstehen. Dann werden wir, die wir leben und übrig bleiben, mit ihnen in die Wolken entrückt werden, um dem Herrn in der Luft zu begegnen. Und so werden wir für immer beim Herrn sein. Obwohl das Wort Entrückung in diesen Versen nicht direkt verwendet wird, ist dies die wörtliche Bedeutung des in 1. Thessalonicher 4, 17 zitierten Ausdrucks. In der lateinischen Übersetzung dieses Verses wird das Wort Entrückung verwendet, während das griechische Wort dahinter Harpazo, entreißen oder wegnehmen bedeutet. Daher besteht kein Zweifel daran, dass das in 1. Thessalonicher 4, 17 verwendete Wort auf die tatsächliche Entfernung von Menschen von der Erde in den Himmel hinweist. Wenn Jesus zurückkehrt, wird er persönlich kommen, denn der Herr selbst wird vom Himmel herabsteigen. Er wird weder den Tod noch einen Engel senden, sondern er selbst wird zurückkehren, wie er es versprochen hat. Er hat versprochen, dass er zurückkommen würde, nicht wahr? Johannes 14, Verse 1-3 bringen uns eine der tröstlichsten Verheißungen für den Leib Christi. Euer Herz erschrecke nicht. Wenn ihr an Gott glaubt, so glaubt auch an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es dir gesagt. Ich werde einen Ort für dich bereiten. Und wenn ich gehe und einen Ort für dich bereite, werde ich wiederkommen und dich zu mir nehmen, damit du dort sein kannst, wo ich bin, auch. Dieses Versprechen ist wunderbar, weil es zwei verschiedene Gruppen abdeckt. Diejenigen, die in Christus gestorben sind, und diejenigen, die in Christus leben. Die Toten in Christus werden zuerst auferstehen, wobei es sich nicht um die Bösen handelt, sondern um die Gerechten, die im Herrn entschlafen sind. Dazu gehören auch die Heiligen, die vor Jahrhunderten gelebt haben. Denn alle, die in Christus Jesus schlafen, werden gemeinsam entrückt. Neben diesen schlafenden Heiligen gibt es diejenigen, die leben und bleiben. Daher gibt es zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Generation von Gläubigen, die den Tod nicht erleben werden, sondern bei seiner Rückkehr vom Herrn selbst genommen werden. Dies ist ein Versprechen, das uns mit Hoffnung erfüllt und tröstet, denn es versichert uns, dass wir für immer beim Herrn sein werden. Sprechen wir über diejenigen, die in Christus leben. Es ist wichtig zu verstehen, dass wir, obwohl wir in unsere örtliche Gemeinschaft eingebunden sind und jede Woche dieselbe Kirche besuchen, oft nicht die wahre Größe des Leibes Christi in dieser Welt verstehen. Gott ist unendlich größer als unsere örtliche Kirche und unsere Gemeinde. Die Menschen beteten Gott lange vor uns an und tun dies auch weiterhin auf der ganzen Welt. Wenn wir beispielsweise durch Amerika reisen,
treffen wir auf Männer und Frauen mit unterschiedlichem Hintergrund, die wahre Anbeter des einen wahren Gottes sind. Der Leib Christi ist groß und vielfältig. Der Himmel wird nicht nur von uns und unserer örtlichen Gemeinde bevölkert sein. Auf jedem Kontinent gibt es wahre Anbeter Christi. In Afrika, in Europa, in Asien, in Australien, in Neuseeland und überall. Die Entrückung wird kein eigenständiges Ereignis sein, bei dem nur eine Kirche verschwinden wird. Es wird ein Massenexodus sein. Ein globales Ereignis, bei dem buchstäblich Millionen und Abermillionen Menschen vom Herrn Jesus selbst entführt werden. Verfallen Sie nicht der Heuchelei und denken Sie, dass nur Menschen in den Himmel kommen, die genau die gleichen Überzeugungen wie Sie haben. Lassen Sie sich nicht von der Vorstellung täuschen, dass nur diejenigen gerettet werden, die in allen Aspekten mit Ihnen übereinstimmen. Lassen Sie sich nicht von der Annahme täuschen, dass nur diejenigen in den Himmel aufgenommen werden, die derselben Kirche wie Sie beitreten. Im himmlischen Königreich wird es Heilige geben, die nicht alle ihre theologischen Ansichten teilen. Tappen Sie nicht in die Falle und denken Sie, dass nur diejenigen gerettet werden, die so aussehen wie Sie. Christus ist für die ganze Menschheit gestorben. Er ist für alle gestorben und jetzt gibt es auf der ganzen Welt Millionen wahrer, wiedergeborener Christen, die voll und ganz an die Botschaft des Kreuzes glauben und gerettet werden. Für manche mag die Predigt vom Kreuz verrückt erscheinen, aber für uns, die wir gerettet sind, ist sie die Kraft Gottes. Diese Botschaft hat Macht und hat weiterhin Macht. Inmitten der Hektik der Stadt gibt es Gläubige, die mit dem Herrn wandeln, so wie Henoch mit Gott wandelte. In mehreren Staaten dieser Nation gibt es derzeit Gläubige. Irgendwo geht ein treuer Anhänger des Herrn an die Arbeit und betet in seinem Herzen zu seinem Erlöser und Messias. Gerade jetzt sitzt irgendwo auf der Welt ein Heiliger Gottes mit geschlossenen Augen auf dem Beifahrersitz eines Autos und wartet sehnsüchtig auf die Entrückung. Wenn die Entrückung jetzt stattfinden würde, würden sie alle von ihrem Erlöser und Messias entführt werden. Wenn die Entrückung stattfindet, wird sie die Welt wie nie zuvor verändern. Es wird interessant sein zu sehen, wie die Weltsysteme versuchen werden, das mysteriöse und seltsame Verschwinden von Menschen auf der ganzen Welt zu erklären. Alle diese Heiligen haben eines gemeinsam. Sie glauben an den Herrn Jesus Christus. Es wird keine geheime Entrückung geben. Sobald die Heiligen gefangen sind, wird es eine klare und sichtbare Abkehr von der Erde geben. Diejenigen, die in Christus gestorben sind, werden aus ihren Gräbern auferstehen und mit ihren verherrlichten Körpern wieder vereint sein. Danach werden die noch Lebenden mit ihnen in die Wolken entrückt, um dem Herrn in der Luft zu begegnen. In 1. Korinther 15, 51, 52 heißt es, siehe, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle entschlafen, sondern wir werden alle verwandelt werden in einem Augenblick bei der letzten Posaune, denn die Posaune wird es tun. Gesund und die Toten werden unverweslich auferstehen und wir werden verwandelt werden. Dieser Vers enthüllt das Geheimnis der Entrückung, bei der sowohl verstorbene als auch lebende Gläubige augenblicklich verwandelt werden. Das Ereignis wird schnell eintreten, im Handumdrehen beim Klang der letzten Posaune. In diesem Moment werden die Körper der Gläubigen in herrliche und unvergängliche Körper verwandelt, frei von Krankheit und menschlicher Gebrechlichkeit. Diese neuen Körper werden unsterblich sein und weder altern noch verfallen, wodurch den Gläubigen eine neue, ewige Existenz ermöglicht wird, die frei von den Beschränkungen der Sterblichkeit ist. Es wird plötzlich und schnell geschehen, wenn Gläubige, die den Lehren Christi treu geblieben sind, in einem Augenblick, in einem Wimpernschlag verwandelt werden. Wir werden in herrliche Wesen verwandelt. Und dies wird so schnell nach dem Erklingen der letzten Posaune geschehen, dass wir Jesus in himmlischen Körpern treffen werden. Das Entrückungsereignis wird so schnell eintreten, dass es vorbei sein wird, bevor die Welt erkennt, was geschehen ist, bevor die Welt auch nur die geringste Lust dazu hat. Was passiert ist, wird ein Ende haben. Es wird keine Zeit für Abschiede geben. Es wird keine Zeit für Last-Minute-Gebete geben. Es wird in einem Augenblick geschehen. Während dieser Zeit
wird Gott seinen Zorn an den Menschen auslassen, die den Lehren Christi nicht gefolgt sind. Auf dieser Erde kommt eine Zeit, auf die diese Welt nicht vorbereitet ist. Eine Zeit, die in der Bibel die große Trübsal genannt wird. Die überwiegende Mehrheit der Menschen auf dieser Welt macht sich darüber jedoch keine Sorgen. Während dieser Zeit wird sich das Böse unkontrolliert ausbreiten. Während dieser Zeit sehen wir im Buch der Offenbarung, wie der Zorn Gottes offenbart wird. Diejenigen, die in Ungehorsam, Unmoral, Götzendienst, Korruption, Verleumdung und anderen Formen der Sünde leben, werden dem Zorn des Herrn ausgesetzt sein. Als Christen ist es wichtig, dass wir unser Leben in Erwartung der Entrückung leben. Wir müssen wachsam sein, auf die Rückkehr unseres Herrn warten und auf eine Weise leben, die ihm gefällt. Wir müssen danach streben, jederzeit für die Entrückung bereit zu sein, wie uns Lukas 12,40 in Erinnerung ruft. Darum müsst ihr auch bereit sein, denn der Menschensohn wird zu einer Stunde kommen, die ihr nicht erwartet.